Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzeschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein. Er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke, bei Not am Mann ist ein Mann genug, und das ist Lucky Luke. Bam, 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 bam. An Lucky Luke, armer, einsamer Cowboy, weit weg von zu Haus. Stopp. Von Präsident der transkontinentalen Eisenbahn. Stopp. Die Eisenbahn steckt in Schwierigkeiten. Stopp. Der Ausbau ist gestoppt. Stopp. Benötigen dringend Ihre Hilfe. Stopp. Wir erwarten dringend Ihr Eintreffen an Dedak's Coach. Stopp. So, das muss dringend zu Lucky Luke, aber sofort. Aber da steht keine Adresse. Ich nehme die Nachricht nur auf. Die Zustellung ist deine Sache. Telegramm für Lucky Luke. Dringendes Telegramm. Telegramm für Lucky Luke. Lucky Luke? Der Name ist mir bekannt. Lucky Luke. Telegramm für Lucky Luke. Er sieht wirklich nicht aus wie Lucky Luke. Aber vielleicht weiß er, wo er ist. Was hab ich nur für einen Beruf? Ich bin fix und fertig. Ja, hast du gehört? Das Essen ist gleich fertig. Ah, ja, gut. Nichts ist erholsamer als ein einsamer Ritt durch die Prärie. Möchte mal wissen, wie er sich erholen würde mit 80 Kilo im Kreuz. Und es ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Sind Sie Lucky Luke? Ja. Ich habe hier ein Telegramm für Sie. Die Eisenbahn braucht unsere Hilfe, Jolly. Sie erwarten uns in Dedak's Coach. Da stellt sich doch glatt die Frage, wer uns dahin bringen wird. Und ich habe einen schlimmen Verdacht. Gideon! Na, habe ich es nicht gesagt? Da ist er ja, der liebe Lucky Luke. Ich dachte, ich hätte euch Jungs von der Bahn deutlich gewarnt. Hier wird nicht mehr gearbeitet. Ja, wird nicht mehr. Mir hat niemand etwas gesagt, ich war krank. Ja, die Luft ist hier draußen nicht gerade gesund. Dann bringen wir dich mal dahin zurück, wo du herkommst. Ja, zurück, wo du herkommst. So, das Nest nennt sich also Dedak's Gulch. Schön staubig und langweilig zum Sterben. Naja, staubig schon, aber gar nicht so trocken. Gibt's Ärger, Partner? Moment mal, wer fragt das? Mein Name ist Lucky Luke. Du wirst bald kein glücklicher Luke mehr sein, wenn du hier weiter dämliche Fragen stellst. Bin Ihnen sehr verbunden. Und jetzt wüsste ich gern, wo finde ich hier den Präsidenten von der Eisenbahn? Oh, ich habe so das Gefühl, das könnte die falsche Frage gewesen sein. Und das war jetzt die falsche Frage. Ja, genau, die falsche Frage. Wie ich es schon sagte, es war die falsche Frage. Komm, Junge, lass mal deine Kanone sehen. Deine Kanone sehen? Oh, wer ist das? Wer ist das? Sie müssen Lucky Luke sein. Ja. Ich bin Topeka Atchison, Präsident der transkontinentalen Eisenbahn. Und das sind meine Gesellschafter. Smith. Jones. Blackstone. Rantanplan, wie geht's dir? Wie niedlich. Er erinnert sich an mich. Jeder erinnert sich. Rantanplans Hundeflöhe bleiben einem Leben lang unvergessen. Es will jemand verhindern, erklärte Mr. Atchison, dass die transkontinentale Eisenbahn auch wirklich transkontinental werden würde. Aber er wüsste nicht, wer.
Ich weiß nicht wer. Auch nicht warum? Auch nicht warum. Und gleich sind wir wieder so weit, dass Luke seine Hilfe anbietet. Ich werde Ihnen helfen, Ihre Eisenbahn zu bauen. Mist. Ein hübsches Lied, muss ich sagen. Leider kann ich nicht pfeifen. Es geht weiter, Männer. Lucky Luke sorgt dafür, dass jeder in Ruhe und Sicherheit arbeiten kann. Mist, Kerl. Dieser Cowboy ruiniert meine Pläne. Wenn sie die Eisenbahn fertig kriegen, bin ich es auch. Sie machen so viel Wind, um die Eisenbahn aufzuhalten, Boss. Was ist eigentlich der Grund? Ja, was ist der Grund? Ich sag's euch, mir gehört die Postkutschengesellschaft. Und wenn ich pleite gehe, dann habt ihr beiden keine Arbeit mehr. Also ran an die Arbeit! Der Klang der Arbeit hatte etwas Melodisches. Das Einschlagen der Schienennägel war direkt Musik in meinen Ohren. Nichts wie Krach, der Kopfschmerzen macht. Ich hatte also dafür zu sorgen, dass nichts mehr die Arbeit hier aufhalten konnte. Haltet mal! Schön, daher der Name Hundehalter. Dann wollen wir den Eisenbahnjungs mal eine flotte Kurve drehen. Ja, flotte Kurve drehen. Auf sowas muss man erst mal kommen. Ja, und man muss es können. Die Sache kommt mir komisch vor. Mir scheint, die machen hier einen Bogen um nichts. Weißt du, was jetzt los ist? Die Eisenbahn kann nur noch Rückfahrkarten verkaufen. Ja, nur noch Rückfahrkarten. Ich dachte mir schon, dass hier Witzbolde dahinter steckt und ich möchte gerne mitlachen. Bah, Lucky Luke. Ja, bah. Macht richtig Spaß zu sehen, wie ihr beide den geraden Weg einschlagt. Ich kriege dir auch noch mal so richtig dran, Cowboy. Ja, so richtig dran. Nachdem wir die Dinge wieder ins rechte Gleis gebracht hatten, machte ich den beiden den Vorschlag, schleunigst zu verduften. Ab durch die Mitte, wir verduften! Ja, verduften! Mr. Luke, dieser Berg steht uns leider genau im Weg. Tja. Und es gibt doch keinen Weg drumherum. Mm-mm. Aber wir können doch nicht durch, das dauert Monate. Stimmt. Was sollen wir jetzt tun? Also zuerst gehen wir jetzt alle schlafen und morgen sieht alles ganz anders aus. Genau, und während die schön schlafen, kümmern wir uns um die Schienen. Ja, um die Schienen. Wo der Hund wacht, können die anderen beruhigt schlafen. Die beiden netten Männer sollten auch schlafen gehen. Ja, sch. Jetzt haben die beiden doch glatt ihre Kerzen liegen lassen. Na, ich bring sie ihnen. Ich kann sie nicht finden. Lass ich die Dinger hier liegen. Vielleicht kommen sie wieder vorbei. Das darf doch nicht wahr sein. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Aber jetzt geht es schneller, als wir dachten. Mr. Atchison wird seine Freude haben. Mr. Blackstone wird ganz schön wütend auf uns sein. Ja, ganz schön wütend. Mach deine Klappe zu. Wir haben seit Wochen nichts mehr von Lucky Luke gehört. Es gibt keine Nachricht. Hoffentlich ist ihm und der Bahn nicht zugestoßen. Da wollen wir doch das Beste hoffen. Also, ich glaube, es wird sich alles zum Besten wenden. Ja, was ist? Ein Telegramm von Lucky Luke. Bitte quittieren. Geben Sie her, was steht drin. Der Fortschritt schreitet fort. Stopp. Haben Cactus City erreicht. Stopp. Kalifornien, wir kommen. Grüße, Lucky Luke. Wunderbare Nachricht. Geben Sie dem Boy ein Trinkgeld, Blackstone. Hier. Dafür darf ich auch noch bezahlen. Ganze 10 Cent? Vielen Dank, edler Spender. Meine Nachricht brachte die Mitglieder des Direktoriums auf die Beine oder, um im Bilde zu bleiben, setzte sie unter Dampf. Ladies and Gentlemen, ich wollte sagen, Lady and Gentlemen, dieses bescheidene Städtchen Cactus City wird bald eine blühende Metropole sein, dank der transkontinentalen Eisenbahn. Wie lange wollen Sie mit dem Ding hier parken? Unsere Farm ist drüben auf der anderen Seite und da wollen wir hin. Nehmen Sie das Gerümpel da weg, dass wir rüber können. Dies ist ein historischer Moment. Ich eröffne den Schienenstrang quer durch die Prärie. Was nennt denn der Mann quer durch die Prärie? Bemerkenswerte Übertreibung. Allerdings ist da wohl noch einige Arbeit zu tun, was, Luke? Ja. Und ihr sorgt mir dafür, dass diese Arbeit nie getan wird. Wird gemacht. Mit uns kannst du rechnen. Ja.
Kannst du rechnen? Also, fahr langsam los. Wir verlegen die Strecke direkt vor deinem Dampfross. Alles klar. Anhalten! Sofort anhalten! Ist was passiert? Als Präsidentin des Wildwest-Frauenclubs bestehe ich darauf, ihr erster Passagier zu sein. Das könnte gefährlich werden, Ma'am. Eine Van Buren kennt keine Gefahren. Kümmern Sie sich um mein Gepäck. Mit Vergnügen. Und so fuhr die Transkontinentale weiter nach Westen mit einer sehr gemischten Gruppe von Passagieren. Männer, die so schwer arbeiten, muss man auch beschützen. Es ist langsam, langweilig und schlecht gefedert, aber es schont die Hufe. Führen Sie einen Speisewagen mit? Also, ich bin immer noch hungrig. Nur Geduld, bis Kalifornien ist es noch weit und ich sehe schon wieder neues Futter anrollen. Wir haben sie gleich eingeholt, aber wir müssen die Geschwindigkeit beibehalten. Nicht nachlassen! Ja, nicht nachlassen! Auf unserem langen Weg durch die Prärie legten wir Schienen durch viele Ortschaften. Natürlich passierten dabei auch ein paar Fehler. Wie reizend, ein Spielkamerad. Das verkürzt die Fahrt. Hm? Spricht aber etwas komisch. Es gab einige Hindernisse zu überwinden, aber irgendwie kamen wir um alles drumherum. Manchmal waren wir uns sogar selbst um ein paar Lokomotivlängen voraus. Einhalten! Überhalten! Hoppla, keine Schienen mehr da. Vor lauter Schienen verlegen schien es mir plötzlich so, als wäre hinter uns noch jemand erschienen. Aber das schien wohl bloß so. Es wird dunkel. Ich schlage vor, wir halten hier über Nacht. Ich glaube, die halten hier über Nacht. Ja, halten hier über Nacht. Hört doch mal, wie schön der Hund singt. Vielleicht will er auch mit mir spielen. Magst du mich nicht? Ich glaube, der will solo weiter singen. Bleib hinter mir. Hinter dir. Psst. Ja. Psst. Wo haben Sie die Karte? Ja, die Karte. Hier, das muss sie sein. Ja, muss sie sein. Dann werde ich der Sache mal eine andere Richtung geben. Ja, Richtung geben. Würdest du jetzt bitte freiwillig die Schnauze halten? Ja, Schnauze halten. Morgen fährt die Eisenbahn direkt in das Sumpfgebiet. Und da endet sie auch. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber mir scheint, jemand hat die Karte frisiert. Luke, jemand muss die Karte frisiert haben. Wir sind im Sumpfgebiet. Wir stecken fest. Kein Hund hat was gegen Baden. Aber dieses Badewasser ist die reinste Pampe. Hey, was ist los? Wenn das so weitergeht, kommen wir ja nie nach Kalifornien. Keine Sorge, ein Lasso und ein Pferd sind Trumpf im Sumpf. Jedenfalls kann ich die Karre mal wieder aus dem Dreck ziehen. Hey, Jolly, zieh! Gut gemacht, Luke. Ah, gut gemacht, Luke, dass ich nicht lache. Kaum zu fassen. Sie sind wirklich wieder raus. Ja, sind wieder raus. Ja, sie machen weiter, als wenn gar nichts wäre. Aber unsere Rauchsignale werden ihnen Angst machen. Sie werden denken, die Indianer kommen und werden umdrehen. Ja, umdrehen. Die Jungs von der Bahn haben keine Ahnung, dass es hier meilenweit gar keine Indianer gibt. Meilenweit? Keine Indianer? Da habe ich mich wohl geirrt. Los, lauf! Ja, lauf! Ja, bläh. Gib eine Nachricht durch. Ja, Häuptling. An die Fahrer des Eisernen Pferdes, stopp. Wir befehlen sofort zu stoppen, stopp. Das sieht nach Sturmwolken aus. Es wird doch nicht regnen, Mr. Luke. Nein, das sind Rauchzeichen, habe ich recht? Ja. Was sollen wir tun? Wir bleiben höflich und antworten. Was wollen Sie denn von uns? Nichts Besonderes, wir sollen sofort den Zug anhalten. Oh. Da kommen ein paar bunte Spielkameraden. Jetzt wird's lustig. Na, siehst du, der Häuptling wollte nur eine Probefahrt machen. Unser Glück. Na, wie fährt er sich, Häuptling? Nicht schlecht, aber das Fahrverhalten könnte noch verbessert werden durch genauere Abstimmung der Federung. Sie können sich drauf verlassen, Häuptling. Ich werde das Präsident Atchison melden. Die Indianer blieben friedlich und wir
kamen ganz gut über den Berg. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass wir wieder Verfolger im Rücken hatten. Sie waren uns noch auf der Spur und unsere Spur wurde mit der Zeit mächtig heiß. Mr. Luke, keinen Speisewagen, das kann ich noch akzeptieren, aber kein Wasser? Ohne Wasser können wir in der Hitze nicht arbeiten. Ohne Arbeit keine Schienen, ohne Schienen geht's nicht weiter. Wir werden wohl Vogelfutter für die Geier. Versprechungen, Versprechungen. Wir müssen unbedingt Wasser haben. Ja, aber woher nehmen und nicht stehlen? Nur dies eine Mal wünschte ich, ich wäre ein Kamel. Seht mal, Wasser! Wir sind gerettet! Genug Wasser! Es bleibt trocken. Es war nur eine Fata Morgana. Oh, aber ich kann das Wasser deutlich sehen. Oh. Es ist wundervoll und ganz frisch. Ach, wie herrlich. Sand? Tut mir leid, Madame, aber so eine Fata Morgana sieht sehr echt aus. Ich weiß ja, dass es eine von diesen Fata Dingsbums ist, aber es fühlt sich richtig nass an. Santanplan, du machst mich ganz nass. Nass? Wasser? Ja, toll, mein Guter, du hast Wasser gefunden. Ja, eine feuchte Nase ist für uns Hunde ein Zeichen der Gesundheit. Hätte nie geglaubt, dass die Nähe dieses Köters genussvoll sein könnte. Nachdem wir reichlich Wasservorräte aufgenommen hatten, bewegten wir uns wieder etwas flüssiger und machten, dass wir rauskamen aus dieser elenden Wüste. Sieh mal da, Wasser! Ja, Wasser! Vielleicht ist es auch nur eine von diesen Fata Morganas. Ja, Fata Morganas. Hast du vielleicht eine Idee, wo wir sind? Mein Spürsinn sagt mir, dass wir in der Nähe dieser Kuhstadt sind, dieser Rinderecke, Kettle Corners. Wasser, Wasser! Ja, Wasser. Ich hoffe, diese Stadt ist keine Luftspiegelung. Keine Luftspiegelung. Kettle Corners? Lamb? Clem? Was machen Sie denn hier, Boss? Ich werde das tun, was ihr beiden versaubeutet habt. Ich werde dieser Bahn ein Ende bereiten und jetzt kommt mit ihr zwei. Wohin gehen wir, Boss? Ja, wohin? Ich werde mit Ripstick Harry sprechen. Er ist der Bürgermeister von diesem Kuhkaff. Glaub mir, Harry, wenn du diese lärmende, qualmende Eisenbahn durch deine Stadt lässt, dann werden die Kühe saure Milch geben. Nur keine Sorge, solange ich Bürgermeister bin, solange bleibt Kettle Corner eine Rinderstadt. Das wird den Leuten gefallen. Wir werden Kettle Corner zur Haltestelle der Transkontinentalen machen. So, Freunde, jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie das aussieht, wenn das Rindvieh über die Technik siegt. Eine Stampede! Lauf, lauf, lauf! Wir müssen etwas unternehmen, Jolly. Weglaufen würde mir genügen. Ich weiß nicht, was er vorhat. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich warte. Ist nicht blöd, der dreht einfach die Herde um. Bewegt euch, Leute, es wird heiß. Ja, heiß. Los! Zu spät. Es läuft wie geschmiert, habe ich recht? Ja. Aber ich werde froh sein, wenn wir erst aus dieser Schlucht raus sind. Das ist ein idealer Platz für einen Hinterhalt. Für einen Hinterhalt ist der Platz ideal. Hier wird wohl für die Bahn Endstation sein. Ja, Endstation sein. Ein schönes Plätzchen, um sich mal die Beine zu vertreten. Jetzt! Donnerwetter! Das hört sich nach einem Gewitter an. Es sieht nach Ärger aus. Giddy up, Jolly! Was schreit der Junge bloß immer so? Entschuldigung, Ma'am. Oh, Sie haben mir das Leben gerettet, Mr. Luke. Es war mir ein Vergnügen, Ma'am. Ist mir ja recht so. Aber ich hatte die ganze Rennerei. Das wär's fürs Erste. Den Brocken kriegen die da unten nicht weg. Wie geht's jetzt weiter? Den schweren Brocken kriegen wir hier nicht weg. Das ist wie ein Echo. Alle sagen sie dauernd dasselbe. Da können wir auch nicht mit Dynamit rangehen. Das könnte eine Lawine auslösen. Ja, es geht nicht drüber und nicht drunter. Also gehen wir drumrum. Und zwar genau hier. Jetzt. Luke, du bist auf Öl gestoßen. Öl? Was ist Öl? Ich hätte wohl nicht fragen sollen. Hey, wo ist denn unser Felsbrocken geblieben? Ja, Felsbrocken geblieben. Von jetzt an stellt keiner mehr blöde Fragen. Denkt lieber nach, was wir jetzt unternehmen können. Was wir unternehmen, aber das ist doch ganz klar. Wir werden das Öl mit der Eisenbahn transportieren.
Es tut mir leid, dass es jetzt Öl regnet. Wie geht es Ihnen, Mr. Luke? Ma'am, ich bin Ripstick und nenne mich jetzt Ölkannenherrig. Ich bin Bürgermeister von Kettle Corner, aber die Stadt nenne ich um in Black Gold Gulch. Und ich bin persönlich gekommen, um die Eisenbahn willkommen zu heißen. Dieser doppelzüngige Strolch. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, die Bahn zu stoppen. Indem wir diesen Lucky Luke stoppen. Ja, Lucky Luke stoppen. Ein glücklicher Fund badete das ganze Städtchen in schwarzem Gold. Und aus Kettle Corner wurde Black Gold Gulch, eine Stadt mit Hochkonjunktur. Das hat natürlich auch die Meinung der Leute über die Eisenbahn grundlegend geändert. Lucky Luke, erlebe hoch, erlebe hoch, erlebe hoch! Telegramm für Lucky Luke! Und hier ist der Schlüssel unserer Stadt, Luke. Wie wär's mit einer kleinen Ansprache? Nein. Telegramm für Lucky Luke. Danke. Du hast meine Pläne gegen die Bahn einmal zu oft gestört, Stopp. Es ist Zeit für eine Entscheidung, Stopp. Du triffst mich draußen um 12 Uhr Mittag, Stopp. Gezeichnet Blackstone. Bart Blackstone? Ja. Ich hatte immer den Verdacht, dass der Kerl hinter dem ganzen Ärger stand. Die alte Uhr an der Wand sagt, ich muss gehen. Stellen Sie meine Limonade kühl, Bürgermeister. Ich komme wieder. Ei, nun. Entweder geht die Uhr vor oder Blackstone ist ein bisschen spät dran für einen Entscheidungskampf. Alles ruhig. Nichts. Ich glaube fast, ich bin ein bisschen nervös. Du gehst unter dein Rohr und ich krieche unter dieses hier. Das sieht ganz natürlich aus. Ja, natürlich aus. Das ist mir zum Abziehen zu natürlich. Ja, zu natürlich. Mist, diese Pfuscher sind zu nichts zu gebrauchen. Aber ich kriege Lucky Luke. Ein Gauner fehlt noch. Es waren drei. Komm raus, Blackstone. Ich warte auf dich. Das brauchst du nicht, Cowboy. Ich bin schon bei dir. Hände hoch. Siehst du ein, dass ich klüger bin als du? Nein. Nein? Aber siehst du ein, dass du ein Dummkopf bist? Nein. Na dann nicht. Willst du noch ein letztes Wort sagen, Cowboy? Ja, deine Postkutsche kommt gerade. Wer konnte das ahnen? Ausgerechnet heute ist sie pünktlich. Als Blackstone und seine Gesellen erstmal hinter Schloss und Riegel waren, ging die restliche Arbeit beinahe wie von selbst. Ich erkläre die transkontinentale Eisenbahn für eröffnet. Der letzte Schlag gilt dem goldenen Schienennagel. Und wo bleibt das Essen? Ich leide immer noch Hungerqualen. Ah! Und dann kriegt man hier auch noch Hitzewallungen. Was für eine ungastliche Ecke. Wunderbar! Ja, gut. Und wann wird der Speisewagen geöffnet? Schon geöffnet. Es wird sofort serviert, Madam. Aber ohne dich hätten wir es nie geschafft, Luke. Luke, wo ist er hin? Ich bin ein armer, einsamer Cowboy, weit weg von zu Hause. Wenn wir so weit weg sind von zu Hause, dann frage ich mich, warum wir nicht die Eisenbahn nehmen, so wie die anderen Leute auch. Macht's gut, meine Freunde. Auf Wiedersehen. Einsamer Cowboy. Ist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde, bist nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch viele Meilen lang. Reite weiter, immer weiter. In den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. So weit, so weit.